Was? Ein historischer Moment. Movie Seeker findet den Film nicht, den er sucht. Wie Orwell. Wo hatte ich das denn hingestellt? Das kommt davon, wenn man sein TV-Regal umorganisiert. Irgendwie er sucht schon seit 3 Minuten. Das ist absoluter Rekord. Ey, kein Grund persönlich. Ach nee, hier habe ich es ganz oben hingestellt. Da ist es. Wie Orwell, da ist es ja. Erste Staffel, zweite. Nee, das ist die erste. Das ist die erste. Nehmen wir die zweite Staffel. Hallo, hier ist Movie Seeker. Und Movie Seeker Junior. Und Mrs. Movie Seeker. Genau, wir drei kommen heute zu euch mit Türchen 23. Morgen ist Heiligabend. Und Türchen 23 ist The Orwell. Hier steht die zweite Staffel auf DVD. Leider ist die dritte physisch noch gar nicht rausgekommen. Hoffentlich kommt die überhaupt raus. Das hoffe ich ehrlich gesagt auch. Schöner wäre es sogar noch, wenn endlich mal Blu-rays rauskommen würden. Aber naja, man träumt weiter. Man hat ja Träume. Auf jeden Fall ist die großartige Science-Fiction-Serie von Seth MacFarlane, The Orwell, auch dieses Jahr wieder ein Thema für uns gewesen. Denn nachdem Mrs. Movie Seeker und ich schon alle 3 existierenden Staffeln geschaut haben, haben wir dieses Jahr die dritte Staffel, nicht nur die dritte, sondern alle 3 Staffeln Orwell mit unserem Movie Seeker Junior geguckt. Moin. Und wie fandest du The Orwell? Ich fand's richtig, richtig gut. Ja, das ist vernünftige Science-Fiction. Sag ich doch, da muss man das Kind mal informieren. Ganz genau, sehe ich auch so. Und wir hatten alle 3 sehr viel Spaß mit The Orwell. Und obwohl hier die zweite Staffel steht, geht es jetzt heute um die dritte Staffel. Denn wir haben eine Folge aus der dritten Staffel, die wir hier einmal highlighten wollen. Und zwar ist das die Folge, jetzt muss ich mal gucken, Elektrische Schafe. Das ist eine Drittstaffelfolge, in der es um die künstliche Intelligenz an Bord geht, um den Androiden Isaac. Das ist eigentlich eine dramatische Folge. Das ist eine sehr dramatische, eine düstere Folge. Auch. Eine der ernsteren Folgen, ja. Denn Orwell ist ja mit längerer Laufzeit immer weniger humorig und immer mehr Science-Fiction-mäßig geworden. Und die Plots sind immer cooler geworden. Gerade in der dritten Staffel gibt es ein paar klasse Folgen. Und einer davon ist tatsächlich diese hier, in der Isaac Selbstmord begeht. Ja. Er muss sich nämlich mit der Tatsache auseinandersetzen, dass die Rasse der Kalon, der er angehört, also diese künstliche Androidenrasse, versucht hat, die Menschheit auszuradieren und er quasi mit Schuld daran ist, dass sie es fast geschafft hätten. Wobei ich nochmal ganz kurz sagen muss, dass wir mit unserem kleinen Seeker die Serie zwar geguckt haben, aber an strategischen Stellen durfte er nicht mitgucken und einige komplette Folgen haben wir ganz rausgelassen. Das machen wir immer mal so, dass wir halt Sachen gucken, die wir halt auch kennen, die wir einschätzen können und dann sagen wir an einigen Stellen, guck mal weg. Und tatsächlich haben wir bei The Orwell auch 1-2 Folgen, die zu düster oder zu gewalttätig waren, tatsächlich auch übersprungen. Aber naja, wenn er älter wird, holt er die bestimmt nochmal nach. Aber wir wollten da halt auch ein bisschen verantwortungsvoll rangehen. Nichtsdestoweniger, Orwell Staffel 3, diese Folge ist großartig, die hat er auch mitgucken dürfen. Denn sie ist zwar düster, aber sie ist für ihn auch trotzdem gutierbar gewesen. Auch Kinder können sich schon mit einem Thema wie dem Tod auseinandersetzen. Das ist ja auch, es geht um wichtige Themen in dieser Folge. Und es ist einfach schön gemacht und gut gelöst. Genau. Jim Henson hat ja seinerzeit auch gesagt, man sollte die Kinder nicht unterschätzen. Die können sich mit solchen Sachen auseinandersetzen. Und die können auch sich mal mit düsteren Themen auseinandersetzen. Das geht. Und deswegen haben wir das auch zusammengeschaut. Und ja, es ist eine tiefgründige Folge, es ist eine ernste Folge, ist aber hervorragend gespielt und geschrieben und gerade auch der Darsteller Mark Johnson, der Isaac spielt, zeigt, wie viel Ausdruck er in diese Maske, die er trägt, legen kann, die ja im Grunde jeden Gesichtsausdruck verwehrt, aber er transportiert das durch Gestik und seine Sprache großartig, was in diesem Wesen vorgeht. Und deswegen wollten wir diese Episode nochmal ganz gesondert empfehlen an dieser Stelle. Nichtsdestotrotz ist nicht dein Lieblingscharakter, oder? Wer ist dein Lieblingscharakter? Bortus? Sag doch mal Bortus. Bortus, ja? Ja, Bortus. Eigentlich sind alle gut. Und alle gut, ne? Ja. Ich habe auch. Also ich finde, es ist ein gutes Zeichen, und das ist bei mir bei The Orwell auch so, wenn man aus dem Ensemble, das er spielt, Schwierigkeiten hat, einen Charakter als Lieblingscharakter zu bezeichnen, weil einem alle so gut gefallen. Das ist ein gutes Zeichen, wie ich finde. Okay. Gut. Das ist unsere dicke Empfehlung wieder einmal, aber ich finde, sie verdient es auch für The Orwell. Und das war Türchen 23. Wir sehen uns zum allerletzten Türchen an Heiligabend wieder. Bis dann und keep Orwelling? Orwelling. Orwelling.